Krieg in der Ukraine, Inflation und steigende Energiekosten, eine Pandemie, die einfach nicht enden will, der Klimawandel, die Krisenherde stehen sozusagen Schlange vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Und die Unsicherheit in Deutschland wächst. Vor diesem Hintergrund stellte sich der wegen seiner Nichtkommunikation viel kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz kurz vor der Sommerpause im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Ein wirklich schwerer Gang ist es nicht geworden für den Bundeskanzler. Es war eine Fragestunde, die insgesamt mit wenig Polemik ausgekommen ist. Olaf Scholz antwortet routiniert und gewohnt verbindlich unverbindlich, trotz der vielen drängenden Fragen, wie beispielsweise die Energiesicherheit. Wir haben sorgfältige Vorbereitungen getroffen, dass wir unsere Kohleversorgung sicherstellen können mit Importen aus aller Welt und eben nicht aus Russland. Wir treffen Vorsorge dafür, dass wir auf die Ölimporte verzichten können. Und was den Gasimport betrifft, ist es so, dass wir jetzt alles tun dafür, dass wir einerseits die vertraglichen Lieferungen bekommen, die uns unverändert weiter zugesichert werden, und dass wir gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass die jahrzehntelange Abhängigkeit von wenigen Importeuren dadurch beendet wird, dass wir die Infrastrukturen bauen, dass wir von allen beliefert werden können. Und das ist wirkliche Energiesicherheit für Deutschland im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger. Nächste Fragestellerin aus der CDU-CSU-Fraktion, Dr. Anja Weisgerber. Warum lassen Sie die drei Kernkraftwerke, die noch am Netz sind und grundlastfähig und sicher in Deutschland laufen, nicht befristet noch weiterlaufen? Wie Sie sicher wissen, geht es ohnehin nur um Stromproduktion, wenn man die Atomkraftwerke betrachtet. Das, was wir an Heizenergie brauchen, was wir an Prozessenergie für die Unternehmen brauchen, das kann dadurch gar nicht ersetzt werden. Es geht also nur um einen kleinen Teil der Stromproduktion. Und da sind die Fachleute der Ministerien mit ihrer Expertise zu anderen Erkenntnissen gekommen, als die, die Sie in Ihrer Frage untergebracht haben. Die Frage der AKW-Laufzeiten ist damit genauso abgeräumt wie die Kontroverse um die zögerlichen Waffenlieferungen aus Deutschland. Wir haben sehr, sehr viel Unterstützung für die Ukraine mobilisiert, auch was Waffen betrifft. Sie haben auch gehört, dass wir weitere schicken wollen. Sie haben mitbekommen, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, dass wir zusammen mit Großbritannien und den USA mehrfach Raketenwerfer nach der Ukraine schicken. Wir sind eingebunden in das, was die Verbündeten machen, was die Freunde tun, und wir werden weiter immer eingebunden bleiben. Alleingänge gibt es in dieser Frage nicht. Der Bundeskanzler dürfte mit sich und seinem Auftritt zwei Tage vor Beginn der Sommerpause zufrieden gewesen sein. Viel Gegenwind aus dem Parlament hat es nicht gegeben. Albrecht von Lucke ist Publizist und Journalist und kritischer Beobachter der deutschen Politik. Herr Lucke, einen Großteil seines Eingangsstatements verwendete Scholz auf das Thema Ukraine. Erst auf Nachfrage ging er dann auch auf Waffenlieferungen ein. Warum tut sich Scholz nach wie vor schwer mit dem Thema? Weil es ein ganz großes Problem gibt. Die versprochenen Waffen, übrigens nicht nur die aus Deutschland, sondern aus vielen anderen Staaten, sind ersichtlich so schwach gemessen an dem enormen Vorsprung Russlands, dass sie momentan der Ukraine nicht wirklich zu einer durchschlagenden Verteidigung verhelfen. Das ist das große Problem, auch wenn Deutschland einiges geliefert hat. Und das wird übrigens von den osteuropäischen Staaten immer wieder reklamiert, ist es weit weniger als das, was die Ukraine gegenwärtig braucht. Das heißt, es ist momentan eine enorm schwere Defensive der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen. Und das heißt, es müsste eigentlich der Sache nach weit mehr geliefert werden. Aber dazu ist offensichtlich weder die Bundesregierung willens, aber auch viele andere Staaten Europas nicht. Der Bundeskanzler, kommen wir zu einem anderen Thema, lehnt ja eine Verlängerung der Laufzeit der drei noch aktiven AKWs ab. Liegt er damit richtig? Naja, er hat das ganz große Glück, und deswegen wurde es auch heute kein großer Streit, dass selbst die AKW-Betreiber in dem Punkt keineswegs der Meinung sind, dass ein Weiterbetreiben einfach wäre. Das ist das große Glück der Regierung. Und das Zweite kommt noch hinzu. Es ist ja gegenwärtig noch nicht die Lage eingetreten, in der tatsächlich, wenn denn Putin eines Tages tatsächlich den Gashahn völlig zudrehen sollte, die Energiekrise ganz massiv wird. Insofern hat Olaf Scholz, hat die Bundesregierung Glück. Vor allem kann sie sich darauf berufen, dass die Umstellung von Gasversorgung auf Atomenergie auch die Heizfrage nicht schlagartig löst. Und insofern war er hier in dem Fall auch nicht wirklich harter Kritik ausgesetzt. Wenn wir uns jetzt mal den kommenden Winter angucken, das Gas wird wirklich knapp. Betriebe müssen schließen, Arbeitslosigkeit steigt. Und auch im Deutschen müssen wir Privaten radikal aus unserer Komfortzone raus. Das mögen die Deutschen nicht so gerne, glaube ich. Ist die Regierung auf mögliche, na vielleicht, wenn das Wort ein bisschen groß, aber ich sag's mal, Unruhen wirklich vorbereitet?
Nein, und das Wort muss gar nicht so groß sein, denn wir müssen uns bewusst machen, wie massiv die Krise werden kann. Wir werden aller Voraussicht nach eine weiter vorhandene Inflation haben. Wir werden vor allem enorm steigende Energiepreise bekommen. Wir werden möglicherweise, wenn es tatsächlich mit einem Einbruch der Gasversorgung einhergeht, auch eine hohe Arbeitslosigkeit bekommen, wenn tatsächlich Betriebe nicht aufrechterhalten werden können. Und dann trifft diese Lage auf eine Regierung, die gegenwärtig hochgradig gespalten ist, in der vor allem die FDP keine allzu große Bereitschaft hat, weitere Entlastungspakete durchzusetzen, dann kann es wirklich zu echten Protesten kommen. Nicht vielleicht ganz wie in Frankreich, die Schreckgespenst der Gelbwesten. Frankreich ist ein ganz anders gelagertes Land mit einer ganz anderen Protestkultur, wo sehr schnell die Menschen auf die Straße gehen. Aber der Unmut wird größer werden und dann wird sich diese Regierung noch einmal ganz neu berappeln, neu aufstellen müssen und auch viel konzentrierter zu Tage treten. Denn gegenwärtig ist sie weit davon entfernt, geschlossen zu handeln. Wir haben die FDP schon angesprochen, noch kurz zum Schluss. Wie geht es der Koalition eigentlich wirklich? Nach außen ist ja immer alles toll. Ja, den Eindruck kann man haben. Keiner wollte jetzt gerade auch vor der Sommerpause mit Streit in den Urlaub gehen. Aber die Geschäftsgrundlage dieser Koalition, und das müssen wir uns alle bewusst machen, ist mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine radikal weggefallen. Die Vorstellung bestand immer darin, man geht mit neuem Wachstum in eine Transformationsphase, übrigens auch immer auf Basis des Gases aus Russland, als der sogenannten Brückentechnologie. Beides ist weggefallen. Kein Gas mehr, keine Gasversorgung, aber auch keine hohen Wachstumsraten. Und das ist natürlich vor allem das Problem eines Finanzministers, ist das, der versprochen hat, keine Schulden zu machen. Und das wird für Christian Lindner noch ganz, ganz schwer werden, im Herbst dieses Versprechen durchzuhalten und damit auch die Koalition nicht weiter eine Belastungsprobe zu unterziehen. Denn das wird noch ganz andere Maßnahmen erfordern. Albrecht von Lucke, vielen Dank für die Einschätzung. Ich danke Ihnen.